So, Martin häuselt sich gerade um und hier ist die Aussicht einfach mega im Moment. So richtig wie aus dem Winterbilderbuch, nur der Schnee fehlt noch, aber der Nebel hängt so ein bisschen drin und es sieht echt episch aus. By the way, herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind wieder am Start. Unten ist es wie erwartet gefroren, mein Boot ist auch gefroren. Ja, kalt. Ja. Und oben wird es vermutlich wieder richtig fein warm. Die Aussicht wird auch mega geil sein. Also bleibt dran, es lohnt sich. Es hat ein bisschen so einen Militärstil, der ganze Berg, teilweise gemauert, echt ganz cool. Und was im Herbst total interessant ist, also wir haben im Tal gehabt, glaube ich, minus 4, minus 5 im Tal. Und in der Früh, wie gesagt, auf 1800 waren es schon plus 7 Grad. Also das ist echt verrückt. Wie nennt sich dieses Wetterphänomen? In die Kommentare. Appell läuft schon mal. Schaut mal, voll nett. Hier ist auch immer ein geschmückter Christbaum. Da kommen meistens sogar noch zwei, drei andere. Das ist wirklich sehr, sehr lieb gemacht. Und es sind jedes Jahr die gleichen Kugeln. Also ich vermute, derjenige macht sich auch die Arbeit, die wieder einzusammeln. Hier an der Stelle ist immer super coole Aussicht. Martin fotografiert auch gerade schon. Unten hängt immer noch der Nebel drin. Und es gibt eben einfach dieses mystische Feeling so ein bisschen. Aber macht euch gefasst auf die Gipfelaufnahmen. Die werden sicher richtig, richtig satt. Ich war selber erst einmal oben mit dem Kleinen, deswegen haben wir nicht gefilmt. Aber das war echt beeindruckend. Da darf man immer viel schimpfen da in der Gegend. Also es schaut echt aus wie in einer Märchenlandschaft mit den Almen. Wirklich ein Wahnsinn. Ein bisschen das Knacksen von der Lina nervt. Aber wir werden es auch wieder da fetten. Und da wirst du rausschauen, Kind. Da seht ihr dann draußen das Inntal. So, jetzt haben wir so manche. Also wirklich ein Wahnsinn da. Das ist ein Traum. Deins? Nein. Ja, weiter geht's mit der Walk-Funktion. Die Schiebefunktion hat immer ein bisschen ein Eigenleben. Aber wenn sie schiebt, dann schiebt sie gut. Geht's ab, ja. Ja, teilweise muss man sich schon ein bisschen plagen jetzt mit dem E-Bike im Trail bergauf. Aber den geht's auch wieder runter. Aber es geht dann wieder weg. Genau, das wird sicher geil. Aber es geht eigentlich gut für so Becken, muss ich sagen. Ja, das ja. Ich muss mich schon plagen. Ja. Aber das gehört ja auch dazu. So, da sind wir. Und die Aussicht hier oben ist halt echt mega schön. Das Kreuz ist auch sehr schön, finde ich. Wolle. Traumberg. Nur nicht zu weit Viecher gehen darfst. Ja, dann ist man weg. Hier ist Postbus. Dann entsteht eine alpine Scheidung. Hm. Gut, dass wir nicht vermählt sind. Keine alpine Scheidung vonnöten. So, Zeit für die Gipfeljausen. Ich war heute faul, hab beim Bäcker gekauft. Hey, er klaut mir schon aber was. Aber gut. Ja, ist super. Deswegen kaufe ich es ja. vegan, aber das ist nur, es gibt vegan oder vegetarisch und sonst gibt es immer noch mit Fleisch auch, aber das gab es nicht. Ist doch kein Fleisch drin. Na, aber ich habe noch eins dabei, was zumindest nur vegetarisch ist. War keine Absicht. Ist passiert. Aber schmeckt gut. Argentinische Gemüsesorten sind da drinnen. Tiefes Fleisch. Egal, ich auch ein Brot mit Grillgemüse tatsächlich. Und dir das Fleisch ist eine Hans. Naja. Aber ist egal. Im Herbst sind sie immer noch neugieriger als im Sommer, weil nicht ganz so viele Leute oben sind. Stumbling in the dark.
dark, a silent howl as I dissolve into your arms. I waited now, seduced by a sweet mirage. We could live or we could stay, sedated state or wide awake. I can't do this anymore, it's hurting like it never has before. We could live or we could stay, sedated state or wide awake. I can't do this anymore, it's hurting like it never has before. Jaded, the scar you left is like an open wound. I'm down and all, don't wake me up, it's still too soon. I hear you call, but I'm still falling. Aber der Dorf ist ja Traum, oder? Wahnsinn!
Ja. Ja. Ja, du brauchst ein Auto, du fährst im ersten Jahr.
ist ja immer sauer tief oder voller Laub.
Shuttle nennt sich das. Wenn der Martin zu viel Akku gebraucht hat, mit der Vicky getauscht hat und die Vicky dann Akku sparen muss. Die Weihnachtsbeleuchtung hängt. Heuer leider kein Christkindlmarkt, aber zumindest Weihnachtsbeleuchtung. Ich schneide es euch jetzt zum Schluss rein. Die Antwort war Inversionswetterlage. Traum. Ja, das war's von uns. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hier wird gerade verhandelt, was morgen gefahren wird mit dem Pings. Es geht nicht nur so zu. Oder schon? Sag dir die. Ciao.